Und eine aktuelle Lageeinschätzung durch die Nachrichtendienste, eine aktuelle Lagebeurteilung durch die Nachrichtendienste hat eben ergeben, dass mit jetzt die Warnstufe erhöht wird, nämlich auf die Warnstufe hoch. Das ist die vierte von insgesamt 5 Warnstufen, die mit sofortiger Wirkung auch umgesetzt wird. Ich darf beim Innenminister nahtlos anschließen und auf die Lage verweisen, auf die Einschätzung unserer Dienste verweisen, was insbesondere die Lage im Nahen Osten anbelangt. Es ist ein Faktum, dass sich diese zusehends zuspitzt. Wir sehen die Bilder, wo im Gazastreifen ein Krankenhaus getroffen worden ist und eine erhebliche Anzahl von Toten zu beklagen sind. Wir sehen auch, dass der Informationskrieg voll eingesetzt hat oder ausgebrochen ist. Unabhängig vom Hergang führen diese Bilder dazu, dass die Spannungen zu spüren sind, nicht nur in Österreich, sondern weltweit zu spüren sind und die Menschen in den unterschiedlichen Ländern durchaus emotionalisiert sind, hochemotionalisiert sind. Das heißt, wir müssen sehen, dass der aktuelle Vorfall durchaus auch ein hohes Eskalationspotenzial hat für weitere militärische Auseinandersetzung. Wir werden personell den Raum- und Objektschutz in Wien um 90 Soldatinnen und Soldaten aufstocken. Damit erreichen wir einen Aufwuchs auf bis zu 190 Soldaten, die insbesondere zur Sicherung besonderer schützenswerter Objekte, selbstverständlich auch jüdischer Einrichtungen eingesetzt werden, um dann mit der Polizei gemeinsam für mehr an Sicherheit zu sorgen. Vorerst ist dieser Einsatz voraussichtlich bis Ende November geplant. Diese zusätzlichen 90 Soldaten werden vorrangig durch die Militärpolizei gestellt werden. Diese Reaktionskräfte der Militärpolizei sind ab sofort nach Abruf verfügbar. Zusätzlich werden wir ein Terrorabwehrzentrum einrichten, das uns als Bundesregierung täglich über die weltweite Lageentwicklung informiert. Das heißt, ein abgestimmtes Terrorlagebild liefern wird. Das heißt, wir bündeln die durchaus hohe Expertise unserer 3 Dienste im Interesse der Sicherheit Österreichs. Diese Überwachung wird wie bis dato 24/7, also rund um die Uhr, stattfinden. Jede Gruppe unserer Gesellschaft soll sich in einer freien Demokratie, wie wir sie in Österreich leben, frei und sicher auch fühlen. Und daher ist es unsere gemeinsame Aufgabe, dafür auch zu sorgen. Für Österreich gibt es derzeit keine konkrete Anschlagsplanung, das ist mir wichtig zu betonen. Jedoch können die Entwicklungen, und die Frau Bundesministerin hat es angesprochen, dieser Angriff auf das Krankenhaus gestern in Gaza auch dazu führen, dass extremistische Propaganda weiter versprüht wird. Und diese Propaganda kann zu weiterer Radikalisierung führen von Gefährderinnen und Gefährdern, die bereits in unserem Land aufhältig sind. Die Erhöhung der Terrorwarnstufe bedeutet, dass die von der DSN vorgenommene Entwicklung ein hohes bis sehr hohes Risiko für den Bereich des islamistischen Terrorismus darstellt. Das Gefährdungsmoment ist aber, wie angeführt, weiterhin als latent zu bezeichnen. Die DSN liefert mit ihrer Gefährdungsanalyse dazu eine Basis, dass die Polizei verstärkte Schutzmaßnahmen gemeinsam mit dem Bundesheer im öffentlichen Raum vornehmen kann. Diese werden derzeit österreichweit angeordnet und durch die Landespolizeidirektionen durchgeführt und koordiniert.